Herzlich willkommen zu Europas dicht besiedeltes Ballungsgebiet, und zwar das Ruhrgebiet. Wir haben hier 4,6 Millionen Einwohner und hier wird Döner sehr, sehr groß geschrieben. Der Unterschied hier zu Berlin ist, hier wird wirklich sehr viel mit der Hand gearbeitet beim Döner. Hier gibt es Dönermeister, die das Dönerfleisch hauptsächlich mit der Hand stechen. Und das zeige ich euch heute, denn hier alleine im Umkreis von 3 Kilometern gibt es 3 richtig brutale Ostermeister. Bei Hassan, die Bude ist bekannt. Wenn man in den Spieß, sind wir in den Spieß hier. Ein Schalker Spieler, Özil auch, hat sich auch oft hier verlaufen, wo er noch hier im Berger Feld gekickt hat. Ey, ohne Scheiß. Ich kann mich erinnern, wo damals meine Eltern, meinen ältesten Bruder, den Abdul, immer mit dem Bus hier runtergeschickt haben. Ich war da 8, 9 Jahre alt. Ich kenne den Laden wirklich schon ewig. Salam alaikum, Abla. 2 Döner, bitte. Hier haben wir extra gebackenes Planbrot, was auch auf Steinofen gebacken ist. Das fühlt sich hier immer hinten so schön rau an. Das ist Hassans Döner. Kennen wir schon wirklich seit den 90er bis Bismillah. Würdest du sagen, der hat sich geschmacklich verändert seit den 90er? Ich bin noch nicht durch, kannst du nicht beim ersten Bissen sagen. Aber was ich dir und den Leuten auf jeden Fall sagen kann, es ist kein Kalb. Es ist kein Milchkalb. Das ist gleich der Unterschied, das zeige ich euch gleich bei den anderen Dönerläden. Das ist Jungbullenfleisch. Das erkennen wir auch daran, dass das dunkler ist wie zu dem Milchkalb. Machen wir mal den obligatorischen Fleischtest hier. Mm. Man sieht das Fleisch sehr, sehr knusprig, ne? Das spricht wirklich für sich. Die Würzung ist wirklich genial. Das ist eigentlich so die Würzung, die man auch bei dem ein oder anderen Hackfleischspieß findet. Das heißt, wir haben hier eine sehr intensive Würzung. Das aber auf Scheibenfleisch finde ich eine sehr geile Kombination. Das ist der Hassan, ja. Der würzt den wirklich, der hat eine spezielle Würzung. Dafür ist das schon seit Jahren bekannt. Wie gesagt, Hassan finde ich nur schade, hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark zurückgelehnt. Weißt du, okay, ich verstehe es, er ist auch älter geworden. Aber so alt ist er auch nicht, der ist immer noch fit. Und dass er schon um die Uhrzeit nicht im eigenen Laden ist, finde ich immer nicht cool. Eine Sache hat er neu gemacht und das geht gar nicht. Da ist Paprika drin. Da ist wirklich Paprika. Geht nicht. Ich habe noch nie Paprika auf dem Döner gegessen. War auch früher nicht. Spar dir das. Ja. Aber lass uns weiter. Du sollst jetzt mal reinbeißen. Ja, ich wollte auch. Du warst wieder so ungeduldig gerade. Wir haben noch gar nicht so richtig überhaupt mal den Döner analysiert. Klassisch kommt hier die Soße nicht ins Brot? Nein, immer oben drauf. Ich habe die trotzdem ins Brot machen lassen. Wir haben hier frischen Salat, wir haben Sumak, selbstgebackenes Brot. Ist nicht hier selber gebacken, es wird auf Wunsch extra so gebacken. Ja, okay. Auf jeden Fall alles sehr, sehr rund. Was ich hier besonders finde, ist wirklich, wir haben hier einen Döner, wo Hauptgeschmacksträger das Fleisch ist. Salat, Soßen, ist alles da, Brot spielt aber keine große Rolle. Hier dreht sich alles ums Fleisch. Das hat Bums, ne? Das hat wirklich Bums. Ja, also Tzatziki überdeckt das Fleischgeschmack nicht. Das ist das Besondere hier. Ja. Ich gehe 32 Jahre schon. Ne? 32 Jahre kommst du? 32 Jahre gehe ich hier zum Hassan. Stark. Wir waren da. Den gibt 26 Jahre. Hassan. Hassan gibt 26 Jahre. Du warst vorher noch beim Vater da. Genau, der kleine Laden da. Ja, genau. Hat er aus dem Fenster rausbekommen. Ja, ja, genau. So. Jetzt gehen wir zur nächsten Station, Haban. Bevor es weitergeht, trinken wir jetzt erstmal einen Kaffee. Tristan, hier, Flexpresso, Kaffee und Protein. Da kann der erste Döner nochmal richtig schön so runtersacken. Dann können wir nochmal 2 Döner nachschieben, Tristan. Flexpresso. Du verfolgst mich immer, wo ich Döner esse. Du verfolgst mich. Du verfolgst mich. Wo haben wir uns das letzte Mal gesehen? In Herne. Beim Meisterdöner, ne? Ich sag euch ehrlich, Ruhrgebiet ist brutal mit Döner. Grüße gehen raus am Meisterdöner nach Herne. Der Oster macht schon Stress. Oster, Salam alaikum, Salam alaikum. Hallo. Danke schon, mein Lieber. Der Oster, der hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Verstehen und so. Wir verstehen uns immer viel mit Änderungen. Auf jeden Fall, sein Döner ist sehr bekannt, sehr beliebt hier. Schaut euch diese helle Farbe an, Kalbfleisch. Milchkalb. Und da ist der Unterschied, schaut euch mal diese Farbe an. Usta, wie lange hast du den Laden hier schon? Seit
seit Ende dieses Jahres 31 Jahre. 31 Jahre? 31 Jahre, ja. Was macht dein Döner besonders? Mein Döner besonders, ich nehme immer Qualitätsfleisch, Milch, Kalb. Kein Jungbulle, Milchfleisch. Nein, viele sagen Kalbfleisch, aber das ist keine Kalbfleisch, das ist junge Pulle. Ja. Aber ich nehme 100% Milchfleisch und ich mache das selber und ich habe gleiche Gewürze seit 31 Jahren. Gestern. Der wird hier gut versorgt, der Manuelsen. Der wird hier gut versorgt. Nicht nur Manuelsen. Kommt vorbei. Das ist wirklich hier eine wunderbare kleine Familie. Das ist der Kopf, der Häuptling der Familie. Und hier werdet ihr auch wirklich immer gut bewirtet. Unabhängig vom guten Essen. Kann ich bezeugen. Ja. Aber ey, man darf nicht vergessen, wir haben hier keinen reinen Dönerladen. Ne? Wir können ja auch Adana-Spieße bestellen, Hähnchenspieße, Lammkoteletts, genau, Filet. Genau. Also da hat man ja gesehen mit dem Video mit Manuelsen, könnt ihr euch gerne anschauen und werden das am Ende nochmal verlinken. Er hat hier eine Spezialität, der grillt das Rinderfilet nur scharf an, auf Holzkohle. Und dann wird das nochmal richtig schön in Butter geschwenkt. Ah, mir läuft schon wieder Wasser im Mund zusammen. Wir sind jetzt gerade nicht wegen Filet da, Tristan. Ja komm, dann wird es Filet der Straße. Ja, wegen Filet der Straße. Zauberhafte Döner. Oh, der hat neue Brotpapier, sehe ich gerade. Ah, Natural. Öko. Ja, Öko. Green Labeling. Hamza goes Öko. Lass uns erstmal den Döner analysieren. Du hast gerade auch schon reingebissen. Auch hier haben wir extra angefertigtes Brot. Wird von der Bäckerei gemacht, auch in dieser Dönerform. Wird auch auf Steinofen gebacken. 100% Milchkalb. So sieht das Ganze aus. Habe ich das gut analysiert? Oder ja, auf jeden Fall. Wir müssen feststellen, wir haben hier auf jeden Fall wieder Soße im Brot. Ja. Nicht im Brot, wir haben Soße oben drauf, sorry. Genau. Da können sich die NRW-Döner echt eine Scheibe aus Berlin abschneiden, oder? Genau. Mein Vorschlag wäre immer, Amja, Tzatziki im Brot rein. Viele wollen das nicht, viele wollen. Aber das kommt auf Wünsche. Wenn einer Kunde sagt mir, kannst du das vorher machen, mach ich. Ich kenne das hier, Tzatziki oben drauf ist hier eigentlich traditionell in NRW. Ich bin kein Freund davon. Ich bin auch kein Freund davon. Warum hast du im Bad, im Schnäuzer, ja, überall rumfliegen? Überall und dann Fleisch bleibt zum Ende trocken. Das ist ein solider Döner. Während du da schon reingebissen hast, ich mach mal direkt den obligatorischen Fleischtest. Wir haben es gerade schon gesehen, sehr blond. Knusprig, saftig. Etwas weniger fettig als der Vorgänger. Ja, absolut. Das ist noch sehr zartes Fleisch. Und das ist sehr hell. Deswegen ist das auch so schön von der Farbe. Geht fast in Richtung, so ein bisschen in Richtung Geflügel. Geflügel, genau, richtig. Ja. Weil es hell ist, es ist mager. Gleich kommen wir zum letzten Stand. Und der würzt das Fleisch mit weniger Gewürze und da ist das noch heller. Weil das Brot ist sehr knusprig, leicht, nicht zu dick und das Fleisch auch sehr leicht. Also ich glaube, der Döner lässt sich besser verdauen auch als der andere gerade. Der geht besser runter, glaube ich. Weniger Fett, weniger Brot. Weniger Fett auf jeden Fall. Aber wie gesagt, beide auf ihre Art geil. Das Wetter wird wieder besser und ich sitze hier chill in der Hut mit meiner Mini-Feuerplatte. Einige von euch kennen die große Feuertonne. Das Ganze haben wir jetzt im Mini. Kann man wunderbar zusammenstecken, im Park mitnehmen, am See oder einfach kurz vorm Gym. Da kannst du wirklich kreativ sein. Oder auch wenn es regnet. Wunderbar auf dem Balkon, habe ich schon getestet. Das Ding wird mit Gas betrieben. Kannst wirklich deine Kreativität freien Lauf lassen. Es hat genug Dampf für deine Gerichte. Schau auf jeden Fall bei grillraus.com vorbei und viel Spaß. Genau, da haben wir den. Meine Nummer 1. Und keine 2 Kilometer entfernt von den anderen beiden. Keine 2 Kilometer, wirklich keine 2 Kilometer. Und warum das jetzt wirklich meine Nummer 1 ist, zeige ich euch. Artuklu Grill, spezielles Dönerhaus. Und das ist wirklich speziell. Was macht den Laden hier so speziell? Wir haben hier wirklich 100% Milchkalb. Er würzt das sehr fein, sehr leicht. Und das Besondere, das Spezielle daran ist, es badet über Nacht in Milch. Hallo, Salam alaikum. Salam alaikum, hallo. Khalid, Salam alaikum. Gut, Mashallah. Guck mal, wenn wir jetzt diesen Spieß anschauen und vorher die anderen beiden Spieße, der ist noch heller wie zu Abant. Warum? Der ist nicht so intensiv gewürzt. Und die Gewürze, die verbrennen, die werden ja schwarz. Und hier siehst du, guck mal, diese schöne, wunderschöne blonde Farbe. Einfach, mashallah, die blonde. Rustam, hast du renoviert hier?
Neue Lampe, neue Decke. Neue Straßen, neue Zoll. Auch spezielles Dönerhaus. Hier Atuku ist wirklich nur fokussiert auf Döner. Es gibt, du kriegst auch mittags gibt Suppe, Khalil? Nur Linsensuppe. Nur Linsensuppe. Mittags und Lahmacun, mehr nicht, ne? Ja. Das war's. Aber eigentlich hat er auch darauf keinen Bock, weil der ist wirklich Dönermeister. Usta, wie lange bist du schon hier? Wie lange? Also 2018, 10. Monat. Ich hab diese Laden gehabt. Ah, Oktober 2018. Ja. Und wie lange machst du selbst schon Döner? 10 Jahre fast. 10 Jahre. Was macht deinen Döner besonders? Unser Fleisch ist ganz anders. Unser Gemüse. Und unser Fleisch so nicht wie, ich kann so sagen, unser Fleisch ist junges Kalbfleisch, nicht normales Kalbfleisch. Das ist das große Unterschied. Und ihr macht jeden Tag den Spieß selber? Jeden Tag, für ich. Was machst du, Feintuning? Das ist die harte Stücke, die verbrennen so. Ich muss wegschmeißen, oder? Für den perfekten Schmeckt. Das schmeckt nicht, deswegen. Aber das hier ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Im Sommer richtig geil, dass wir hier so ein Zelt haben, dass man draußen sitzen schön kann. Schön luftig, genau. Das ist, denke ich, so der einzige Nachteil. Ich bin in den Wintermonaten deutlich weniger hier als in den Sommermonaten. Ja, in den Wintermonaten, muss ich ehrlich gestehen, nehme ich immer meinen Döner und esse ihn direkt vor der Tür. Weil den nehme ich nicht mit nach Hause, geht nicht. Nee, ist ja matschig. Nee, direkt hier vor die Tür wegstecken oder hier kurz im Zelt runterstellen, eben wegatmen und salam alaikum. Jede Gebiss, ein Genuss. Nicht jede Gebiss, jeder Biss. Jeder Biss, ein Genuss. Hier haben wir wirklich 90er Jahre Fladenbrot, dieses längliche, geviertelt, auch auf Steinofen gebacken, das hört man immer. Guck mal her. Das hört man immer so schön raus, da ist wirklich immer schön der Crunch. Und die Farbe vom Drehspieß, Tristan, das muss in diesem Video wirklich zur Geltung kommen. Sonst hat das keinen Sinn. Man sieht Barbie Blond. Barbie Blond, passend zu den Hype. Barbie Blond, wirklich ein richtig schön blond rasiertes Fleisch. Das ist wirklich so, jeder Bissen ein Genuss. Und auch wenn das jetzt der dritte Döner ist, jetzt innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden, ist da immer noch ein Genuss. Ey, wie kann man Pommes bestellen, wenn man sich 3 Döner innerhalb von einer Stunde reingezogen hat? Ich verstehe es einfach nicht. Wenn du mein erstes Wegatmen-Video gesehen hast, weißt du, dass ich die Pommes so zum Abrunden brauche. Kennst du das? Nee. Leute, verstehe mich. Manchmal hast du so nach dem dritten Döner so einen Fettfilm-Geschmack. Oder so einen Fettfilm. Da brauchst du ein bisschen was Salziges. Ein bisschen was Fettiges. Ich finde wirklich, hier kommt auch mehr so die Natur im Vordergrund. Weißt du, wie ich meine? Das ist sehr cleanes Fleisch. Es schmeckt sehr nach Fleisch und weniger nach Gewürzen. Genau, sehr, sehr nach Fleisch, wenig nach Gewürzen. Was für ein Wetter, ne? Wenigstens ist der Döner gut, ne? Auch zart. Ein bisschen fettiger als bei Avant, muss ich sagen. Findest du? Ja, ein bisschen fettiger, aber das ist ja nicht. Also Fett ist ja auch Geschmacksträger. Mhm. Es zergeht auf der Zunge und du hast ja wirklich diesen Fleischgeschmack. Brutal. Alle 3 Döner sind unterschiedlich gewürzt. Ja. Die sind alle klassisch 90er. Ja. Alles aber, Handwerk. Ja. Ja, aber jeder hat so seine Marinade, seine Würzung, seine spezielle Art. Das ist die Art, die wir jetzt als Konsument nicht sehen. Einkauf von Fleisch, die Marinade, die Zubereitung. Das Stecken. Das Stecken. Da gibt es bestimmt auch die ein oder andere richtige Technik, dass er besser hält. Das sehen wir aber alles nicht, aber das Schöne ist, das schmeckst du bei jedem Einzelnen wunderbar heraus. Was ich an dem Döner hier wirklich feiere, ist die Freshness. Du hast ein gutes, ausgewogenes Verhältnis von Fleisch und Salat. Und du hast hier, obwohl das ein 90er-Jahre-Döner ist, haben wir hier rote Zwiebel.
schmeckt immer ein bisschen fresher, finde ich, als normale weiße Zwiebel, oder? Ich habe das den Khalil auch oft ans Herz gelegt. Es gibt so kleine Sachen, wo du noch mal ein bisschen mehr rausholst und du immer noch deinen Style beibehältst. Frische Minze, Summer, Spritzer Zitrone. Das sind so kleine Sidefakes. Das macht er ja alles nicht. Das fehlt, das sage ich, habe ich ja öfters versucht. Fehlt dir das wirklich? Ich finde so, der ist eigentlich so perfekt, wie der ist. Minze können wir in München haben, Zitrone können wir überall haben, dies, das, Sumak. Sumak können wir bei Hassan. Ich bin aber Hassan so als Kunde, wenn ich sehe, so mein Oster macht nochmal so eine Prise Sumak drauf, Spritzer, Zitrone, ich weiß wie, also... Ja, das wird ja den Geschmack verändern. Ja, hast du auch recht. Dann wäre es ja so säuerlich mit Zitrone und Sumak, weißt du? Ich glaube, wir müssen den einfach so nehmen, wie er ist. Ich nehme den so, wie der ist. Ich nehme den so, wie der ist. Morgens, mittags, abends. Die Woche. Ja, morgens, mittags, abends. Kein Problem, Habibi. Bleib so, wie du bist. Ich nehme dich, wie du bist.